um zwei Ecken das Kupfer schieben. Das ging, ja. Das mache ich hier hin. Dann hätten wir Kupfer von da nach da. Chips von da nach da. Achso, eigentlich sollte ich alles gleich so bauen, dass wir alles in zehnfacher Ausführung machen, ne? Ja, nicht jetzt so herstellen, dass wir einmal Kupfer, einmal grüne Chips bekommen, einmal rote Chips. Das wird niemals reichen. Lieber gleich langfristig denken. Okay, das heißt, du musst mit Eisenplatten versorgt werden und mit Chips. Das heißt, wir kriegen irgendwo von hier Kupfer. Wir kriegen auf demselben Fließband auch Eisen. Das wird rausgenommen und auf dem anderen Fließband kommen dann die grünen Chips raus. Mehr ist das nicht richtig. Shift rechts, Shift links, Shift rechts, Shift links. Ja, also hier ein Fließband lang. Angriff rechts, schießen Türme. Zwei Türme schießen. Sollte reichen. Oh, das war eine Kiste mit irgendwas Tollem drin. Und wie kommst du da rein? Ja, ich suche. Wo blinkt das? Da. Oh. Gott. Das war ein Scharfschützengewehr. Wie zum Geier ist er da reingekommen? Ist er jetzt da unten rum und dann hier zwischen durchgelaufen und um da ganz gezielt die Radarschüssel anzugreifen? Also gut, nächste Folge, egal wie viel gemurrt wird, wir müssen wieder Mauern bauen. Und Türme und Stromversorgungsanlagen und was weiß ich. Das klappt sonst nicht. Dann baue ich hier mal Licht. Also, Kupfer kommt von da. Wird hier auf das Fließband gelegt. Kupferdraht wird gleich weitergereicht, muss also auch nicht auf dieses Fließband. Auf der zweiten Seite von dem Fließband ist Eisen. So, es kommt bis hier hin. Das heißt, hier könnt ihr euch dann Eisenplatten nehmen. Und dann brauchen wir rote Ärmchen, die das Ganze dann rauslegen. Auf ein anderes Fließband. Und dann kommen hier die grünen Chips raus, die dann wohin auch immer transportiert werden. Wahrscheinlich zu den, zu dem Knubbel, das rote Chips herstellt. Gut, jetzt muss ich nur dafür sorgen, dass hier Eisenplatten und Kupferplatten raufkommen. Was ich direkt hier unten machen könnte. Also ich könnte extra für diese Fabrik jetzt hier eine kleine Schmelzanlage machen. Ja, warum nicht? Okay, ich brauche also... Ich brauche eine Menge Eisen, ja. Dann wird das Feld hier unten auch schon mal angeknabbert. Und das da dann wahrscheinlich auch. Ihr braucht alle Muni. Ja, ich war... Wo... Ich sehe nichts. Das ist tierisch irritierend. Die Viecher sind so klein, dass ich sie nicht ordentlich sehen kann. Außer ich zoome ganz doll ran und stehe neben ihnen. Ich hoffe, das ändert... Ich sollte überlegen, was ich sage. Ich wollte gerade sagen, ich hoffe, das ändert sich später und es werden Riesenviecher. Aber ich glaube, das will ich auch nicht. Okay, Eisen holen. Kiron, Eisen holen. Hoch, hoch, hoch. Die Türme da könnten eigentlich auch weg, aber was soll's. Wir haben ja gesehen, dass schon öfters Leute hier durchgestürmt sind, also passen wir da lieber auf. Kohle. Kohle. So, wir haben viel zu viel Eisenerz hier oben. Braucht jemand Stahl? Nein. Gib mir Eisen. Die schmeißen wir da oben rein. Da. Bitte schön, so zwei, drei. Robert. Wie kommt ihr hierher? Es wurde ein Ärmchen. Wo? Hilfe! Was ist hier los? Okay. Mauern bauen. Scheiß drauf. Wir brauchen einen abgeschlossenen Kreis um unsere Anlage. Das geht so nicht. Also ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob ich wieder mir irgendeine Theorie zurecht male. Das tue ich ja ganz gerne bei Spielen. Dass ich mehr draus mache als ist. Aber es kommt mir so vor,
als wüsste die KI, wo die Türme sind, wüsste, welche Reichweite die Türme haben und wählt dann einen Weg, den sie geht. Was kommt da? Das sieht geil aus. Das sah richtig cool aus. Oh, ich freue mich schon auf die Angriffswellen später. Also, ein Teil von mir freut sich. Der andere Schiss. Ja, gut. Mach dicht. Also die Theorie, dass sie wirklich wissen, wo sie langlaufen müssen. Oder die können graben. Das wäre noch viel, viel, viel schlimmer, wenn sie das könnten. Sei es drum. So, bau ganz viele von den Poles. Das kennen wir ja schon, das haben wir 3 Folgen lang gemacht. Aber jetzt sollte es nicht allzu lange dauern, weil es ist nur diese kleine Ecke hier unten. Nimm, 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 nimm. So, jetzt sollte so oder so immer ein... Oh, du bist falsch. Jetzt sollte so oder so immer ein Angriffssignal kommen, wenn ein Gegner in den Außenmauern ist. Das heißt, es sollte kein Gegner mehr reinschaffen. Wenn es ein Gegner doch reinschafft, können sie graben, fliegen oder sonst irgendwas. Warum ist die Mauer eigentlich hier so und auf der anderen Seite so? Ich guck mal. Ist das jetzt eine Höhe? Wahrscheinlich. So. Na, es gibt auch keine großen Reichweiten-Drills mehr. Ich vermisse Ditec. Also Shadow Modpack war definitiv zu viel. Und viel zu überpowered und alles. Aber so ein paar Sachen, wie zum Beispiel die halben Ärmchen, die großflächigen Drills, die größeren Roboter, die waren echt praktisch. Irre praktisch. Ein kleines bisschen überpowered vielleicht, aber ob ich jetzt 10 Roboter habe, die super doll sind, oder 100 Roboter, die nicht ganz so doll sind, das gleiche machen und genauso viel kosten, ist jetzt nicht so der Unterschied. Außer, dass das Piepen nicht ganz so nervtötend ist. Sondern den Rest von der Mauer reiße ich irgendwann ab, wenn ich dafür Zeit habe. Jetzt wollte ich nur die Stücken haben, um sie dicht zu machen. So, warte. Ja, alles. Vielleicht sind sie einfach in das Rohr da reingekrabbelt. So, mach das hier zu. Okay. Dich lasse ich da. Aber den Rest setze ich nachher neu, wenn wir hier die da haben. Bau mehr davon, bau noch mehr. Kupfer fehlt. Ja, Gottchen. Ja, ich weiß, das war der eigentliche Plan. Eigentlich wollte ich mir Eisen holen, das habe ich auch gemacht. Dann wollte ich Mining Drills bauen. Und hier eine Schmelze, um das hier zu automatisieren. Das war der eigentliche Plan. Dann kamen die ganzen Kamikaze-Tunnelangriffe auf Doom. Jetzt bin ich wieder hier. Vielleicht wäre es auch sinnvoller, wenn ich jetzt nicht unbedingt schon die Stromversorgung mache und die Türme aufstelle und so weiter, sondern erstmal dafür sorge, dass die Munition im Kreis fährt, damit die Türme hier versorgt werden können, bevor ich hier irgendwelche Türme aufbaue, die auch noch nicht versorgt werden können. Was müsste ich dazu machen? Dazu wollte ich die roten Langstreckendinger testen, die da. Davon musste ich auch 2 bauen, wenn ich 2 nutzen will, oder wurde in Doppelpack hergestellt? Ich glaube einzeln. Gucken. Ja, einzeln. Bauen noch einen davon. Dadurch. Schön hinter mir zumachen, sonst kommt da wieder irgendjemand durchgetunnelt. Dann die Rohre hier nachher ersetzen. Durch ein Mauerstück. So. Da lang. Da müsste ich setzen können. Quasi schon im Wasser. Bitte, 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 bitte. Puh. Okay, das wird auch zu eng sein. Das muss hier oben rumführen. Das ist jetzt nicht schön. Muss ich aber temporär machen. Das können wir dann später abreißen, sobald wir die hellblauen, langen, unterirdischen Dinger haben. Also hoch. Das wird das längste Fließband, das ich jemals gemacht habe. Also das komplett jetzt einmal rumführt, das Fließband. Hier mache ich das, glaube ich, einmal unterirdisch. Es ist unwahrscheinlich, dass da jemand reinkommt, aber dennoch kann es ja nicht schaden, zwischendurch so ein paar Engpässe zu bauen. Du nach da. Ich
Ja, schön chillige Musik. Ja, und jetzt am Wasser lang. Und mehr davon bauen. Mehr. Und es fehlt jetzt an schon wieder Eisen. Hatte ich nicht irgendwie 6 Stacks oder so an Eisen mitgenommen? Hab ich. Echt, hab ich. So. Ein bisschen enger an die Wand ran. Schade, hätte es fast geschafft bis hier unten ran. Aber gut. Das heißt, hier wären die Türme. So wieder, da wären die Ärmchen und hier ist das Fließband lang. Wenn wir später das Fließband haben. Okay, also zur Fließbandfabrik, zur Eisenkiste, mehr Fließbänder herstellen, mehr Türme herstellen für die Kupferfehlte, also nicht Kupfer vergessen. Habe ich das Loch unten zugemacht? Egal, ich laufe hier gleich wieder runter. Also unbedingt wieder runterlaufen, das Loch zu machen. Und hier anscheinend Kohle nachschmeißen. So, gib mir Stein, gib mir Mauern. Wirf komische Waffen hier rein. So, das ist ein bisschen viel Stein, aber gut. Enemy Origins ist bald durch, wenn hoffentlich gleich irgendein kleiner Angriff kommt. Gib mir Zahnräder, gib mir Fließbänder. Gib mir ein paar gelbe. Oh, irgendwas fehlt wieder. Nom nom, schluck schluck. Pff, pff. Was für ein Geräusch macht man bei Luft? Keuch, keuch. So, dich haben wir auch. Eisenzahnräder, Eisenplatten. Mach Fließbänder. Go, 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 go. Kupfer. Schnappen wir uns hier mal weg. Schnappen wir uns da mal raus. Und das sollte jetzt reichen. Bau 9 Türme. Woran mangelt es jetzt? Was? Noch mehr Kupfer. Okay. Wir kommen anscheinend langsam in die Phase, wo wir mehr Kupfer brauchen. Auch genannt als das grüne Chips-Stein-Zeitalter. Das juckt mir in den Fingern, das jetzt auch schon zu verbinden. Aber nee. Schön Schritt für Schritt, sonst wird das nichts. Habe ich die Drills gebaut? Ja, setz die Drills schon mal, damit wir sie nachher nutzen können. Setz die mal dahin. Und dahin, damit ich mich später wundern kann, warum da Drills sind und nichts anderes. Und dann darauf komme, dass ich eigentlich da die grüne Chip-Produktion machen wollte. Wovon ich mich jetzt übrigens erfolgreich zum zweiten Mal produktiv habe ablenken lassen. Weil das ist wirklich wichtig, was ich hier tue. Sehr, sehr wichtig und so. Du stehst falsch, aber ist okay. Türme. Ein Turm da. Turm da. Und Fließbänder. Genau. Noch ein wenig schräger. Und hier müsste es jetzt anfangen. Hier jetzt einmal ganz durch. Boah, da staut sich schon richtig cool. Sauber, sauber. Ich hätte nicht gedacht, dass die zwei Fabriken das jetzt schaffen, so schnell die Munition herzustellen. Aber das werden die ganzen neuen Türme, die ich aufstelle, auch wegzüffeln, wie nichts Gutes. Danke, Stein. Mehr. Und in die Ecke auch nicht vergessen, das Radar-Dingensbummens zu bauen. Komm, wir haben es gleich geschafft. Gleich ist relativ, aber wir haben es bald geschafft, dass es einmal rumgeht. Wo ist das Radarding? Bau ein Radarding. Da ist ein Angriff, aber es ist alles Außenmauer, richtig? Nee, der Turm wird auch beschädigt und der Peil. Das war ein Kamikaze-Angriff. Das heißt, die Mauer sollte definitiv mindestens eine Zweierdicke demnächst bekommen. Auch wenn der noch mehr Mauern. Machen wir mal so. Dann kriegen wahrscheinlich diese Mauerstücke und diese Mauerstücke Schaden, aber nicht der Turm und nicht der Strom. Auch wenn der Strom. Der Strom ist nur wichtig für die Neuladung. Also kurzfristig ist es kein Problem, wenn Strom ausfällt bei den Türmen, solange sie hier noch genug Magazine drin haben. Aber später wäre halt doof.
mach hier schon mal so. Oh, komm schon. Go, 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 go. So. Mehr, 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 mehr. Jetzt einmal rum, einmal rum, einmal rum, einmal rum, einmal rum, einmal rum, einmal rum. Einmal rum. Schöne Sache. Jetzt geht es nur noch darum, mehr Türme zu bauen, bessere Türme zu bauen, andere Munition raufzukippen und somit die Sicherheit zu gewährleisten. Aber wir müssen uns keine Sorgen mehr darum machen, die Außenmauern fertigzustellen und irgendwelche Infiltratoren zu haben und sonst was. Okay, das ist doch ein guter Zeitpunkt zum Abspeichern. Wir sehen uns gleich wieder. Und vielleicht denke ich in den nächsten Folgen auch dran, das mit den grünen Chips zu machen. Also bis gleich.